Wahrscheinlich ist das dann der Weg nach oben wieder, sobald wir einmal durch sind. Falsche Karte. Also ja. Verdammt noch mal, hier ist es nicht. Das heißt, wir gehen hier rein. Gucken uns noch den Raum an, weil er ist in dem Raum daneben. Seiner lauten Stimme nach. Oh, ein Bärsaft. Und ja, wir haben langsam so viel Waffenbalsam. Ich sollte das mal mit Vorgrip teilen. Das kann doch da runter. Heilsalbe sollte eigentlich zu ihr. So, das kann wie gesagt zu Vorgrip. Alle mal hergehört. Amazone voraus. Ja, wobei das kommt ja hier unten hin. So. Dann machen wir es besser so. Da sind aber noch ein paar Fässer, die wir zerschlagen können. Bärsaft. Ich mach das. Lass das mal Vorgrim machen. So. Okay, hier haben wir alle Fässer zu hauen. Dann können wir jetzt die Novizen aufsuchen. Verdammt nochmal, hier ist es nicht. Oder er kommt einfach zu uns. Oh. Ihr habt mich erschreckt. Brenno ist bei Dame. Seid ihr Novizer Vanti? Ja, der bin ich. Was sucht ihr hier unten in den Gewölben der Jesidenkirche? Unbefugt ist der Zutritt eigentlich verwehrt. Hofhörer Dorion schickte mich nach euch. Ich soll mich in den unteren Kellergewölben nach den Orakelteilen umsehen und herausfinden, woher die Sammelöben kommen. Ihr solltet den Schlüssel haben, der mir den Zugang nach unten öffnet. Ja, das ist richtig. Tut mir leid, ich bin etwas beschäftigt. Ich soll hier nach einem Dokument für Meister Dorion suchen, doch ich kann es nicht finden. Wisst ihr, wir mussten die Schriften aus den unteren Gewölben alle Stellen vor diesen Amöben retten. Nun ist hier oben alles durcheinander. Als hätte man mich gefragt, wäre das alles hier viel besser sortiert. Ich brauche den Schlüssel. Ach so, ja, der Schlüssel, gewiss. Doch ihr solltet wissen, ab morgen, dann legen wir richtig los. Werden hier die ganzen Schriftrollen und Bücher neu sortiert, so findet doch kein Mensch etwas. Der Schlüssel, meine Güte, hier ist er neben dir. Du seid vorsichtig, dort unten wimmelt es nur so vor diesem riesigen Ungeziefer. Ja, deswegen bin ich hier. Hab Dank für den Schlüssel. Ihr solltet nach oben gehen. Hofhörer Dorion wartet schon auf euch. Ja, ich muss noch schnell das Dokument finden. Der Typ ist echt zerstreut, ey. So, hier sind auch nur jede Menge Bücher. Wieder nichts. Das ist doch zum Haken auf. Ja. Avanti war nicht schwer zu finden. Er hat mir den Schlüssel überreicht. Jetzt steht im Abstieg in die Kellergewölbe nichts mehr im Wege. So, das heißt, ich mach das schon. Alle bewaffnen. Und aber nach unten. Verdammt nochmal, hier ist es nicht. Und ja, wir können in diesem Spiel keine Türen verschließen. So, hallo Amöben.
Soll ich schleichen? Nein, das ist der falsche Zauber. Den da bin ich bitte gerade. Ja, das eigentlich wirklich schlimmer an Amöben ist. Also abgesehen davon, dass sie es nicht so mit dem Sterben haben. Ist der faulige Gestank. Und dass sie alles Mögliche fressen. Bären hier unten. Okay. Noch mehr Waffenbalsam. Ulmonti und der Sverdocker. Ja, hier ist noch eine Amöbe. Also ja, der faulige Gestank macht Charisma minus 3. Den faulen Gestank kriegen wir übrigens nur mit Seife weg. Das Gute wiederum ist, dass die Amöben wirklich alles Mögliche mit sich rumschleppen. Oh, 20 Bolzen. Da sage ich nicht nein dazu. Weil Kledis hatte fast keine mehr auch. So, das heißt hier rum und dann die Kammer da angucken. Also ja, von der rattenverseuchten Kanalisation ab in den Gesindekeller. Wobei der etwas kleiner aussieht. Da unten sind auf jeden Fall schon wieder Amöben. Hier ist auch mindestens eine Amöbe. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, und du. Olana hat Probleme, die Amöbe zu erreichen. Amazone voraus. Für die Königin. Für Rondra. Das bin ich. Zari. Zari. Astu. Gute Entscheidung. Und ja, Amöben kann man zum Glück nicht häuten. Die nächsten Amöben. Alles klar. Candidus. Und ja, ich habe vergessen, mit einem Rechtsklick auf den Zauber
Jetzt spricht sie das den Zauber gleich aufs Target. So ist das einfacher. Wir haben Glück, dass hier unten überall Fackeln brennen. Das Schlimme ist ja, Amöben bringen nicht mal wirklich was. An Erfahrungspunkten. Okay, hier geht's noch weiter runter. Ja, weil hier geht's nirgends hin. Gut. Das heißt, wir haben keine Wahl, als weiter runter zu gehen in die nächste Amöbe. Arquatus. Furax. Wir warten gleich nochmal. Zwei Amöben. Amazone vor. Ach, ich versuche mein Bestes. Für Ardo. Candidus. Wie gesagt, sie machen nicht wirklich Schaden. Sie halten nur einiges aus. Alles klar. Und geben wenig Erfahrungspunkte. Jetzt wird's ernst. Furax. Das bin ich. Alles klar. Ich nehme die Sache so. Die Königin. Wenn du jetzt benommen. Das heißt, ein alter Streitkolben. Das heißt, um was wir uns wenigstens keine Sorgen machen müssen. Lass das mal Vorgrim machen. Nee. Ja, der Streitkolben taugt nichts. Worüber wir uns wenigstens keine Sorgen machen müssen, ist, dass sie Wunden schlagen. Oh, das ist die Grabkammer. Und das ist der linke Flügel der Ungbrakor-Statue. Der linke Flügel der Umbrakor-Statue. Dieser edle Drache hat wirklich beeindruckende Schwingen. Nun, wie zur Wand, die hat mir den Schlüssel zu dem Kerlgewölbe des Hesinde überreicht. Mal sehen, was mich dort erwartet. Also ja. Auf jeden Fall ein totes rotes Skelett. Noch eine Amöbe. Gute Entscheidung. Meint ihr? Bei Angroschs Bart. Arquatus. Zerich. Astartus. Okay. Rostiges Haumist, das auch noch.
hier sind ein Haufen weitere Gräber. Okay, die Amöbe. Kurkum! Für Arno. Hält auch wieder was aus. Los.